Hallo? Wie ihr schon gehört habt, ich werde heute nicht an den langen Reden anschließen, die sich nur um das drehen, was wir Menschen tun könnten, wenn wir nicht so versessen darauf wären, unsere Herkunft in den Vordergrund zu stellen. Meine Rede dreht sich heute darum, wie wir glücklich sind, wie wir handeln und warum wir handeln sollten. Eine Anleitung zum Glücklichsein ist doch ziemlich einfach, oder? Man nehme als Hauptzutat den menschlichen Willen, eine Prise Glück und vielleicht auch noch gut mit Wagemut abschmecken, denn sonst schafft man ja eh nichts. Ich bin ja eigentlich fertig, ich könnte ja jetzt schon gehen, ihr habt die Grundzutaten ja schon. Aber was bringen euch die Zutaten, wenn ihr das Rezept nicht kennt? Also fangen wir mal an. Stellt euch vor, 2 Millionen Menschen säßen an einem Tisch und jeder würde mit einem Würfel würfeln, der 1 Billion Seiten hat. So hoch sind ungefähr die Chancen für uns, geboren zu werden. Es geht sogar noch genauer. 400 Trillionen zu 1 stehen die Chancen, dass ich, so wie ich hier bin, vor euch stehe. Nur zum Vergleich, 1 Trillion hat 18 Nullen, also ist das schon eine ziemlich große Zahl. Wir sind also Glückspilze, alle miteinander die Auserwählten geboren worden zu sein. Gut, was bringt es mir jetzt, wenn ich eine von 400 Trillionen bin, wenn fast alle hier in diesem Raum eine von 400 Trillionen sind? Kann euch schon verstehen, bringt sich nicht sehr viel. Aber müssen wir trotzdem immer noch Mathe lernen, für uns an der Bar gibt Didaktik lernen oder Pädagogik oder Philosophie, Psychologie, Deutsch, das alles macht es nicht besser, nur weil man besonders ist. Ja, ich weiß schon. Aber seien wir ehrlich, wir haben ein Dach über dem Kopf, genug zu essen, haben heute schulfrei. Wir sollten eigentlich schon ziemlich zufrieden mit uns sein, oder? Aber es gibt so manche Dinge, die was doch noch von uns verlangen, getan zu werden. Dinge, Ziele und Träume, die, nachdem wir uns ausstrecken, als wie wären es Sterne, aber sie scheinen zu weit weg. Ja, ich weiß, diese Ziele scheinen zu groß für uns, um sie zu erledigen. Das können aber auch kleine Dinge sein, wie etwas abzunehmen oder für mich persönlich, die Menschen in diesem Raum hier etwas zu inspirieren. Ja, aller Anfang ist schwer und wir warten doch so gerne auf den perfekten Moment. Wie schön wäre es nicht, uns mal danach zu fühlen, endlich die Diät anzufangen, die wir immer schon mal machen wollten. Ja, nein, leider, der perfekte Moment wird nie kommen. Wer von euch will sich jetzt danach fühlen, eine Diät anzufangen? 5 Monate nur Rohkost, hört sich das nicht super an? Ja, also für mich nicht wirklich. Aber das Gute daran, wir sind Menschen. Das heißt, wir können uns dazu entscheiden, etwas zu tun, obwohl wir es nicht wollen. Das heißt, ich könnte eine Diät jetzt anfangen, wenn ich denn wollte, aber die Entscheidung dazu fällt mir immer noch nicht sehr leicht. Selbst wenn man auch mit etwas anfängt, heißt es nicht automatisch, dass man es durchhält. Ich zum Beispiel war 14 Tage lang auf einer Diät und ich habe mich wirklich durchgeackert. Und was habe ich verloren? 14 Tage, aber was kann man denn schon anderes machen, als es versuchen? Besser ist es auch nicht wirklich, wenn man sich nur über die Konsequenzen Sorgen macht, wenn man denn etwas anfangen täte, wenn die Umstände dazu richtig wären. Nein, ich würde mich auch nicht immer über das Endergebnis sorgen. Mein Onkel zum Beispiel, natürlich, er machte sich Sorgen über die Zukunft. Er hatte 2 kleine Kinder und eine Frau. Ist doch logisch, dass man sich hier um die Zukunft seiner Liebsten sorgt. Er sorgte sich meiner Meinung nach aber zu viel. Er bekam starke Magengeschwüre, Diagnose zu viel Stress und er hätte nur mehr 3 Monate zu leben. Was macht ein Mensch, wenn er weiß, er liegt im Sterben? Er fängt zu leben an. Er ging Bungee-Jumpen, er reiste um die halbe Welt und kaufte seinen Kindern alles das, was sie schon mal haben wollten. Diese 3 Monate für ihn waren mehr als sein ganzes Leben zusammen an Erlebnissen. Nach 3 Monaten, mein Onkel lebte immer noch. Es war ein Wunder und die Ärzte konnten es sich nicht wirklich erklären. Meiner Meinung nach, er hatte angefangen zu leben und im Jetzt zu leben. Er hatte sich nicht über die Zukunft Sorgen gemacht und hatte seinem Leben für sich selbst endlich wieder Bedeutung gegeben. Also, worauf wartet ihr? Worauf wartet ihr alle hier in diesem Raum, dass ihr endlich mit irgendetwas anfangen könnt? Was wollt ihr sagen? Hey, ich habe 1 Million auf dem Konto, aber gut, ich werde morgen sterben, also kann ich nichts mehr damit anfangen. Bitte nehmt es, ich habe sowieso nichts mehr damit zu tun. Oder stellt euch vor, dass jedem Einzelnen von euch etwas gegeben wurde. Ein Buch in euch steckt voller Ideen, die darauf warten, realisiert zu werden. Und ihr nehmt sie alle mit ins Grab. All diese einmaligen Ideen, Chancen und Talente sterben alle mit euch und kommen nie wieder so, wie sie einmal waren. So
will ich nicht abtreten und ich glaube, so wollt ihr auch nicht abtreten. Natürlich braucht man, um etwas anzugehen, den richtigen Wagemut, eine Prise Glück und natürlich auch die Entscheidung dazu. Für mich selbst ist es auch nicht immer leicht, eine Entscheidung zu treffen. Und als es hieß, Redewettbewerb, wer macht mit, meine Hand schnellt in die Höhe und kaum war sie wieder unten. Hast du schon mal eine Rede geschrieben? Nein, habe ich nicht. Hast du schon mal eine Rede vorgetragen? Nein, habe ich nicht. Wie will ich das denn jetzt bitte schaffen, vor so vielen Leuten zu reden und mich nicht zu verhaspeln, wo mein Herz doch fast aus meiner Brust herausspringt? All diese Gedanken schossen mir doch den Kopf und trotzdem stehe ich heute hier. Also man kann es auch schaffen, wenn man nicht wirklich daran glaubt am Anfang. Denn was kommt besser rüber, wenn ich sage, ich könnte vielleicht jetzt hier oben stehen und eine Rede halten oder ich werde jetzt hier oben stehen und eine Rede halten und versuchen, jeden von euch zu inspirieren, damit ihr auch endlich das tut, nur das, was ihr wollt. Macht schon einen großen Unterschied. Außerdem, die Menschen, zu denen ihr aufseht, zu denen ich aufsehe, haben auch mal angefangen, so wie wir. Ich bin mir sicher, die Jury war auch irgendwann einmal 16 Jahre alt und stand irgendwo oben und dachte sich, ich werde das jetzt machen, egal ob mir jemand sagt, ich kann das nicht, ich werde das nicht machen und ich habe eigentlich keine Chancen, es zu tun. All die Stars und Sternchen waren auch nur 16 Jahre alt und hatten keine besseren Umstände, hatten nicht mehr Talent als wir, sondern einfach nur den Willen dazu, sich von niemandem abbringen zu lassen. Die Entscheidung, es zu tun, egal wie oft man aufstehen muss. Jeden von euch dürfte Thomas Edison ein Begriff sein. Die Schätzungen gehen auseinander, ob es jetzt 1000 oder 800 Versuche waren, bis er die Glühlampe erfunden hatte. Das heißt, das waren ungefähr um die 799 Fehlversuche. Ich glaube, ich hätte schon nach den ersten 10 aufgegeben. Aber hätte er nicht weitergemacht, hätten wir nicht das Licht, das uns heute die Nacht erhält. Also, steht auf und entscheidet euch für euren Lebensweg und lasst euch nicht davon abbringen. Denn genauso wie ich könnt ihr das schaffen, es kann nämlich jeder schaffen. Wir sind alle aus demselben Material, wir sind alle aus Sternenstaub, so schön gesagt, und wir können alle gleich viel erreichen. Dankeschön.